Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir befinden uns in einem unbekannten Ort und in einem unbekannten Ork-Lager. Lager. Mal gucken, ob es noch welche gibt, die jetzt so lustig hier vor sich hin lauern könnten. Weil das war ja beim letzten Mal richtig viel. Ich kann mir noch vorstellen, dass hier noch mehr sind. Da hinten zum Beispiel. Da hinten krebelt noch einer rum. Aber schauen wir erstmal, was wir hier mitmachen. Ach, hier. Der ist ja lustig. Dass der mich nicht entdeckt hat. Okay. Was haben wir denn noch hier zu holen? Kahlfälle. Na, die haben wir jede Menge umgebracht hier oben. So. Das ist zu weit entfernt. Aha. Oh. Ach, schade. Ich glaube, wenn man irgendwas hätte, das wäre cool, wenn man das animieren könnte. Dass man das Roland sich hinsetzt und dann bum, 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 bum. Das nur so nebenbei. So, weiter auf der Hut bleiben. Oha, es war heiß. Und hier ist noch ein Stammeskrieger. Guck mal, der ist ja schon angedutscht. Weil ich ihn bestimmt nacht. Hier habe ich was gehört. Irgendwas ist da. Mann, der ist ja gut jetzt. Was kommt denn jetzt auf mich zu? Oh, drei Stück. Das ist viel. Machen wir das mal wieder hier. Wie beim letzten Mal. Kommt ihr denn auch alle schön nach? Ja, kommen sie. Gut. Jetzt rutsche ich hier runter. Das war jetzt nicht so toll. Mhm. Ah, was laufe ich denn hier rum? Ah, okay, da muss ich halt eben ein bisschen riskieren. Was soll's. Tja, da hat dein Ausweichen auch nicht gerade geholfen. Okidoki. Naja, machen wir uns wieder ein bisschen frisch. Ach nee, noch nicht. Mal speichern können wir gleich. Jetzt. Ja dann. Auf geht's weiter. Irgendwas ist hier, was immer die ganze Zeit. Was ist das? Habt ihr das auch gehört? Okay, da hinten ist noch was. Ich habe fast das Gefühl, dass sich hier irgendwas noch befindet. Ach ja. Okay. Mal den erstmal weg. Da ist ein Schamane dabei. Das ist jetzt dull. Gucken, vielleicht kann ich noch ein bisschen weiter in die Flucht gehen und nicht gegen den Stein. Ach du liebes Lieschen. Oh, hier ist noch eine Heilpflanze, die habe ich völlig vergessen. Gut, dann werde ich mich mal schnell frisch machen. Jawohl, sehr schön. Gucken, kann ja sein, dass sie hinterm Stein hängen bleiben. Ich weiß es nicht. Oder sie sind wieder zurück. Alter, da sind ja sehr viele Orks, die hier sind. Sagen wir mal so 20, denke ich mal. Ah, nee. Da ist nur Blut an dem Balken. Aber hier, da ist der Schamane. Schimpanse, sag ich schon. So treffe ich den nicht. Jetzt. Oh, er macht einen Zauber. Er wirkt einen Zauber. Er versucht es wenigstens, dass er einen Zauber kriegt. Aber da. Oder es waren seine morgendlichen Gymnastikübungen. Ich weiß es nicht. Fell eines Schakals. Leiste und. Jetzt haben wir hier eine Truhe. Aber ich will erstmal gucken, ob hier die Luft nicht nur rein ist, sondern auch sauber. Mhm. Sehr schön. Kann ich mich mal hier an die Truhe machen, die zu knacken gilt.
Okay. Oh, das ging ja fix. Hey, was haben wir denn hier? Reines Mana, reine Lebensenergie. Elixier der Stärke. Sehr schön, so muss das sein. Das werden wir auch gleich mal uns einverleiben. Nicht verwechseln mit Geistesbesessenheit oder... Wie hieß das? Geistesveränderung. Mhm. Was der eigentlich noch bewirkt? I don't know. Dann schauen wir weiter jetzt, nachdem ich gespeichert habe. Also das ist ja auch... Da hinten ist noch einer, siehst du? Siehst du, siehst du? Stammeskriegersche. Da unten ist noch einer. Wie sieht's hier aus? Ich muss dann mal nachher im Off akribisch. Mein Gott, wie viele denn noch? Okay. Ach, lass uns mal. Nein. Na also, so läuft das. Dodele. Ach, shit. Okay. Ich muss nämlich noch ein bisschen hier Kombos üben. Kombos üben. Noch einer da hinten. Ein bisschen träge sind sie schon hier. Oh, zwei. Mhm, okay. Los komm. Los komm. Herrlich. So geht's gut. Okay, durch hatte ich schon, aber die Crush Agash hatte ich noch. So, komm auch du mal her. Ja. Bisschen habe ich was einstecken müssen, aber egal. Mit Kombos. Ach, da hinten ist einer. Da ist er. Ja, da müsste ich mal speichern. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich einen von den Orks zum Beispiel treffen sollte. Gehen wir hier in die Richtung. Also, hallo? Der Suchende wird angezeigt. Inwieweit? Stammeskrieger. Okay. Ah, sehr gut. Okay. Dann machen wir das auch mal wieder so. Okay, das heißt also zack, zack, zack. Es klappt endlich. Es klappt endlich. Wunderbar. Sind da zwei? Ne, hä? Oder? Ja, das sind zwei. So, bin ich denn schon in der Reichweite irgendwie? Ja, da bin ich. Nicht, dass der Suchende bei Fernkampfwaffen, wie ich sie jetzt benutze, ich treffe sie nicht, mitmacht, nicht einen treffen sollte. Na, siehst du? Alles gut. Ja, okay. Bleiben wir mal dabei. Manchmal sind sie richtig deppert. So, da schauen wir mal, wer da noch alles steht, außer der Suchende. Da hinten ist da noch einer. Noch ein Ork. Und da drin weiß ich jetzt nicht. Mach mal was. Kann der Ork mich dann auch erkennen? Ja, der würde dann auch automatisch laufen. Da hinten ist noch ein Ork. Okay, der Stammeskrieger hat mich entdeckt. Ja, ich will nicht getroffen werden. Mhm.
Stammeskrieger, kommst du? Ja. Oh, weia. Ah, hat der mich erwischt, Mensch. Also wenn ich jetzt den Suchenden killen würde, mit der Energie, die ich da habe, ist das Mist. Ja, okay. Dann hole ich mir den Ork hier erstmal raus. So. Okay. Wunderbar. Nein! Okay, er bleibt da stehen. Ich will mich wenigstens ein bisschen erfrischen. Was ich auch ungestört machen durfte. So, hier ist jetzt der... Genau. Jetzt. Ah, Mann. Ach, Glück. Glück ist Geschick. So, dann haben wir den auch erstmal weg. Mann, oh Mann, oh Mann, es... Ja, yeah. Orks pflastern Rolands Weg. Ich speichere nochmal. Ist noch ein Stammeskrieger. Den kriegen wir bestimmt so auf Entfernung weg. Aber es waren noch ein Schwerge zu hören. Aber wo? Ach, da hinten. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die sind ja hier voll in so einer Gasse drin. Da haben nur Schakalfälle hier. Okay, ich mache Folgendes. Ich werde das mal erstmal hier lösen. Beziehungsweise, die, boah, sind das viele. Ach, schau mal einer, schau. Schau mal einer, guck. Kann das sein, dass da noch ein Schamane mit bei ist? Ja. Sind das alle Schamanen? Ich fass es nicht. Wie willst du denn das hinkriegen? Oh! Oh, der Todeshauch oder sowas. Mann, oh Mann. Ja, während ich hier im Off schon gelootet habe, bin ich auch wieder auf einen Ork gestoßen. Und jetzt auf diesen hier. Also ich habe ein paar Kräuterchen gluten können und natürlich jede Menge Felle eines Schakals in den Hütten. Jede Menge. Und jetzt befinde ich mich hier an der Ecke, wo die ganz vielen Schamanen sind. Geht es irgendwie noch runter? Hier bin ich auch hingewesen, um was zu looten. Okay, jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Reichen wir mal ab. Dummerweise regnet es. Und das macht die Sicht natürlich ein bisschen trüber. Scheint irgendwie hier hinter zu sein. Also ich weiß, ich bin gerade im Kopf am Rattern. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Wenn ich nachher auf die Gruppe dieser Ork-Schamanen treffe. Oh, da ist nur ein Stammeskrieger, okay. Der bleibt hier hängen. Mal gucken. Der kommt wohl nicht raus, oder was, oder wie? Da ist er. Wie ist denn da durchgekommen? Das ist ja ulkig. Okay, die beiden haben wir ja jetzt. Speichern. Boah, ich bin am überlegen, wie ich die wegkriege. Ich habe keinen guten Magiezauber. Mann, oh Mann. Ist durchgängig hier, dieser Unterstand? Wo so aus? Fell eines Schackels. Egal. Oha. Ah, Kamera, ich sehe doch einen sitzen da.
Sind das welche? Nee, ne? Doch, das sind welche. Haben mich nur nicht entdeckt. Kann ich rüberwechseln? Nee. Das ist übel. Also bis jetzt kann ich nur zwei Stück sehen, die jetzt ihre Zauber gezogen haben. Das wird nichts werden. Jetzt bin ich gespannt, ob die... Sorry, dass es so hakelig ist hier. Wahrscheinlich auch alles hier Absicht, damit ich hier hängen bleibe. Aha. Einer noch irgendwie um die Ecke? Nee. Zwei Ork-Schamanen. So, jetzt habe ich im Offenbar mich mal umgezogen, die bessere Rüstung angezogen und den Todeshauch angelegt. Ich meine, wenn die... Na, das ist... Ach, das ist so Nebeliger. Ich will mal wissen, was die für Magie benutzen. Mensch, wo sind sie denn jetzt? Los, visiere doch mal an. Mist. Oh! Ein Schamane. Ich wusste, irgendeiner steckt doch noch dahinter. Das heißt, der andere ist wahrscheinlich auch nachgezogen, weil jetzt nämlich plötzlich die Musik dramatischer wurde. Da ist er. Mann, wieso klappt das nicht mehr so? Alle Ork-Schamanen im Nahkampf vernichtet. Die Musik ist jetzt wieder okay, aber da hinten stand noch einer. Oh, ist das aufregend. Und das alles ungeprobt und obwohl ich den Todeshauch gar nicht habe anwenden müssen. Aber irgendwo habe ich da noch einen gesehen. Da hinten ist er. Okay. Kann aber trotzdem mal gucken, ob der Todeshauch auf ihn wirkt. Wenn du mal bitteschön. Na. Hallo. Nee, tut nicht. Der wirkt nicht. Ja, okay, er kommt an. Da ist er noch ein Suchender auch noch. Okay. Aha, okay. Der zweite bleibt zum Glück da hängen. Der Suchende hat mich noch nicht entdeckt. Was ist das? Lustig. Das sind wohl Schlafplätze, was? Wollen wir mal gucken, ob ich den eventuell... Nee, bleibt da oben hängen. Ja, jetzt. Nein, du sollst deine Magie nicht ziehen. Okay, da war der Suchende. Gucken, ja, das ist er. Was sind das für lustige Podeste hier? Schauen wir mal, was sich hier verbirgt. Scheint wohl so ein Ritualkreis zu sein. So ein Pfeiler. Okay. Nein, Mann. Falsche Waffe im Inventar gehabt. Ich glaube, dass... Ach, guck mal, da hinten ist ein Schrein. Fallen after Shrine hier. So. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hier auf den Suchenden zu. Gut, das machen wir dann im Nahkampf. Ja, ich kann rennen. Moment mal, da sind 1, 2, 3 Suchende. So wie das aussieht. Also ich habe es einem nicht einfach gemacht. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Hier. Aber mal schauen. Sind denn alle wieder gleichgeschaltet oder wie sieht das aus? Ich werde keine Waffe abfeuern jetzt. Okay. Mal
gucken. Du bist doch noch hier im Kampfmodus. So, beweg dich mal. Genau, er bewegt sich. Das ist gut. Okay. Dann machen wir es doch im Nahkampf. Bist bescheuert, bisschen Schoki. Ah, ist reingefallen. Mann, mach ihn doch platt. Ich sehe gar nicht, wo die Axt ist bei mir. Ja, jetzt wird es spannend mit den anderen beiden. Gucken wir als erstes von den dreien. Eigentlich müsste es der Ork sein. Der schon mal. Oh, noch drei. Das kann ja nur ein Ritual sein. Also wirklich. Hallo. Okay. Plus Schamane. Okay. Das ist jetzt nicht so pralle. Vielleicht. Nachher kommen sie auch noch mal auf der anderen Seite raus. Nee, der Schaman ist ja stehen geblieben. Wo sind die denn? Da. Nee, der steht da noch. Oh! Der hat mich getroffen. Der hat mich getroffen. Okay. So, was ist mit den beiden Suchenden? Ich muss mal schnell was essen. Okay, und auch gespeichert. Ach du liebes Bisschen. In dem Moment kommen die auch noch hier rum. Erstmal den Winkel kriegen. Mist. Noch nicht ganz. Manu! Jetzt! Okay. Okay, nicht. Jeder Pfeil ein Treffer. Ich riskiere es aber auch nicht, mich nochmal zu bewegen, weil der hier so gut wie hin ist. Vielleicht jetzt? Nee. Jetzt. Gesandte des Meisters. Oh, Meister, Meister. Gib mir Rosen. Shit. Nee, das ist mir zu viel. Leute, ich bin hier schweißgebadet. Also. Aber wer ist das? Ah, den habe ich schon. Okay. So, hast du dich denn regeneriert? Nein. Ich weiß, ich bin riskant. Was? Ich glaube, ich mache den mit der Nahkampfwaffe fertig. Okay. Gesandte des Meisters. Befehl des Meisters. Und den suchen ihn auch noch. Okay, irgendwas ist hier noch in Alarmstimmung. So. Ein Suchender ist noch übrig. Gucken. Okay, der will. Komm näher.
Jetzt ist er tot. Heilwurzel, Rosfleisch. Oh. Ich glaube, der Bereich ist jetzt clean. Wow. Eine Zirpennessel. Na, das ist ja mal eine ganz seltene Geschichte. Leute, bei so einem Kampf werde ich mich erstmal hier hinlegen und schlafen. Ich glaube, das ist wohl gerechtfertigt. Wow. Also ich glaube, das war jetzt für mich jetzt bis jetzt die schwierigste Geschichte. Also nicht die schwierigste, sondern die herausforderndste. Herausforderndste Geschichte hier. Ich hatte natürlich schon viel schwierigere Situationen gehabt, aber so, den haben wir. Gucken wir mal hier, was bei diesen komischen Dingern hier alles so ist. Mann, oh Mann, oh Mann. Nichts. Schädel, was will ich mit Schädel? Hier ist noch eine Zirpennessel. So, und das ist eine Belia-Statue. Okay, gucken wir noch mal weiter, was wir hier haben. Ich bin jetzt echt geplättet. Ja, ich weiß, ich werde gleich die Notiz lesen. Erstmal will ich hier erstmal sicher gehen, dass hier nichts mehr ist. Wow, Leute, 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 Leute. Das ist ja nicht zu fassen. So, überall Skelette und Schädel. Ah, den hatte ich schon. Ich glaube, soweit haben wir es jetzt erstmal. Ich gucke mal jetzt nach dem Zettel. Da ist er. Befehl des Meisters, ein Schreiben, das ein Suchender bei sich trug. Na, gucken wir mal rein. Quest, Befehl des Meisters, sucht die Klaue. Ah, die Klaue Belias. Der Narr Saturas hat sie ins Meer geworfen, doch wurde sie wieder ans Ufer gespült. Nun haben die Piraten in ihrem Besitz. Wenn ihr die Klaue habt, bringt sie mir. Ich bin an dem Ort, wo bald der Meister erscheinen wird. Die Waffe übergebe ich unserem getreuen Diener, der Roba töten wird. Fürst Sinister. Dann gucken wir mal auf die Zeit. Naja, ich werde noch den Quest-Eintrag. Was war denn das jetzt? Nee, das war es nicht. Das war wahrscheinlich die unheimliche Waffe. Gucke ich mir eben nach. Genau, da ist sie. Ziemlich etwas weiter unten. Ja, gut. Letzter Absatz. Bei einem Suchenden habe ich den Befehl eines gewissen Sinister gefunden, der seinen Dienern befiehlt, die Klaue zum geheimen Aufenthaltsort des Meisters zu bringen. Ich fürchte, dass ich erst dort diese gefährliche Waffe finden werde. Wo kann dieser Ort nur sein? Sehr wahrscheinlich nicht auf Korinnes. Anscheinend soll irgendein Diener dieses Sinister-König Roba töten. Sinister König Robert töten. Falsch betont. Das muss unbedingt verhindert werden. Aber bevor ich nicht mehr in Erfahrung bringen kann, macht es keinen Sinn, nach der Klaue weiterzusuchen. Vielleicht erfahre ich später was. Na, herrlich. Liebe Freunde, danke fürs Einschalten, Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, tschüss und habt schöne Tage.